Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder ein Spielzeug von Peppa Pig bzw. Peppa Wutz für euch, und zwar Peppas Picnic Dough Set, das heißt so viel wie Peppas Picnic Knet Set. Das passt ganz gut, weil die Temperaturen steigen ja allmählich, man bekommt schon so ein richtiges Sommerfeeling, und da ist ein Picknick genau richtig, diesmal aus Knete und nicht mit essbaren Sachen, aber das hat ja auch was für sich. Wir packen das einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So, das ist ein richtiger Koffer. Hier vorne kann man es aufmachen. So. Und hier haben wir auch schon die ganzen Teile. Einmal blaue Peppa Pig Knete, dann grüne Peppa Pig Knete. In Deutschland ist Peppa Pig bekannt als Peppa Wutz, also nicht wundern, das ist ein und dasselbe Schweinchen. Rosane haben wir dann noch und hier haben wir noch gelbe. Hier dann noch ein paar Einzelteile. Ich sehe schon mal eine Schere, ein Teller, eine Spritze. Das hier wird wahrscheinlich so eine Spielmatte sein. Und das war es auch schon. Diese Pappe war sozusagen nur dazu da, damit die Teile nicht in dem Koffer so umhergeschleudert werden. Hier seht ihr jetzt nochmal, was alles dabei gewesen ist. Ich habe jetzt auch mal diese Picknickmatte ausgerollt. Die ist allerdings ein bisschen starr, deshalb muss sie sich jetzt erstmal legen. Hier haben wir verschiedene Figuren. Einmal Peppa, daraus kann man dann Knetfiguren machen. Dann ihr Bruder George. Hier nochmal Peppa mit einem Ball. Und George mit einem Dino. Diese Spritze sieht ein bisschen aus, als wenn man damit Spaghettis oder sowas formen kann. Mit der Schere könnte man dann diese Spaghettis abschneiden. Und dann haben wir hier noch Förmchen für Trauben, Orangen, Ananas und Äpfel. Das wird also ein sehr gesundes Picknick. Allerdings werden wir das dann erst im nächsten Video machen. Ich hoffe, mein Video hat euch jetzt gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!